Christian Lindner bei strömendem Regen am Tegernsee. Gleich ist er bei uns. Mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's? Denn schuld daran ist nur die SPD. Ich habe gesehen, Sie waren im Norden der Republik, jetzt sind Sie am schönen Tegernsee. Irgendwie scheint der Wurm drin zu sein in diesem Sommer. Ist die SPD doch schuld, wie Rudi Carrell gesagt hat? Ja, Sie meinen wegen des Wetters. Ja, tatsächlich. Jetzt hier heute war leider nass. In Cuxhaven bin ich auch mal bis auf die Haut nass geworden. Aber wir hatten auch schöne sonnige Tage. Was spannend ist, egal wo, selbst im Regen bleiben Leute stehen, interessieren sich für Argumente. Und das ist ja eigentlich ein ermutigendes Signal mit Blick auf die Wahl, wenn selbst der Regen die Menschen nicht davon abhalten kann, sich was von der FDP anzuhören. Jetzt haben wir heute auch die Rede von Martin Hagen gehört aus dem Bayerischen Landtag. Der fordert ja sozusagen das, was Boris Johnson in England gemacht hat, nämlich einen Freedom Day, einen Freiheitstag. Ich schätze mal, Sie sind auch ein freiheitsliebender Mensch. Könnte man nicht langsam berechnen, wann es soweit wäre? Wir müssen noch schauen, wie sich die Pandemie entwickelt, welchen Fortschritt wir beim Impfen erzielen. Da setzen wir ja auf mobile Impfteams, um das Tempo zu erhöhen. Der Impfstoff muss jetzt zu den Menschen kommen, nicht mehr die Menschen nur zum Impfstoff. Und dann wird man über einen solchen Tag nachdenken können. Richtig ist, für die Geimpften und Genesenen darf es jetzt schon keine Freiheitseinschränkungen mehr geben. Und nach meiner festen Überzeugung sollten Ungeimpfte mit einem negativen Test im Herbst dennoch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ich finde, der Test sollte auch noch einige Zeit kostenfrei sein, nicht auf Dauer, aber einige Zeit noch. Was jedenfalls abzulehnen ist, ist, dass die Ungeimpften, es gibt ja Menschen, die können sich gar nicht impfen lassen aus gesundheitlichen Gründen, dass die gar nichts mehr tun können sollen, wie das die Bundesregierung jetzt plant. Das halte ich für unverhältnismäßig. Trotzdem nochmal die Nachfrage. In England sinken die Inzidenzen und da ist alles offen. Erstens kann sich noch nicht mal Karl Lauterbach das erklären und zweitens, wann könnte es einen Freiheitstag geben? Ich will wirklich kein konkretes Datum nennen, aber ich beobachte natürlich wie Sie auch aufmerksam, was in Großbritannien passiert. Das zeigt zumindest eins, die Einschränkung von Freiheiten, wie sie CDU, CSU und SPD, ich glaube mit Zustimmung der Grünen planen, die sind nicht erforderlich. Ob wir so weit gehen können wie Großbritannien, muss man noch beobachten. Aber jedenfalls Einschränkungen der Freiheit, Ungeimpfte gar nichts mehr tun zu lassen, auch selbst mit negativem Test nicht den Zugang in die Gaststätte erlauben, wenn alle anderen oder mehrheitlich dort geimpft sind, das ist jedenfalls der falsche Weg. Jetzt kommt aus der SPD, Lars Klingbeil, Generalsekretär, meinte, es ist jetzt ein Kanzlerwahlkampf geworden. Was halten Sie von dieser Aussage? Hat die SPD letztlich nur noch einen Kanzlerkandidaten und vielleicht weniger Programm? Der Kanzlerkandidat der SPD passt ja gar nicht zum Programm der SPD. Und man sieht ja auch, dass die SPD nicht die Menschen, ich drücke mich vorsichtig aus, nicht elektrisiert. Ich glaube, trotz allem geht der Regierungsbildungsauftrag an die CDU-CSU. Ich glaube, die werden die stärkste Kraft werden. Ich werde ihn selbst natürlich nicht wählen, aber ich vermute, Armin Laschet wird eine nächste Regierung zusammenstellen. Und unser Ziel ist, wir wollen Herrn Laschet mit den Grünen nicht alleine lassen, sondern wir glauben, dass für vernünftige Wirtschaftspolitik, für solide Finanzen, für bessere Bildung und ein weltoffenes Land, das Technologien fördert, dass da die FDP einen guten Beitrag leisten könnte. Das kritisiert aber wiederum der CSU-Chef Markus Söder, sagt, Sie würden die Wahl praktisch schon der CDU hingeben und dadurch entsteht ein Wahlkampf im Schlafwagenabteil. Warum nehmen Sie praktisch den Dampf raus für die CDU, dass Sie jetzt noch wirklich kämpfen müssen? Ja, ich bin ja Realist und deshalb sage ich, die entscheidende Frage ist nicht, ob es schwarz oder grün wird, sondern die entscheidende Frage jetzt ist, ist es schwarz-grün alleine oder spielt die FDP mit einer Rolle? Ich kann jetzt nicht den Wahlkampf der CDU übernehmen, ich kann nur für die FDP sagen, wir wenden uns an die Wählerinnen und Wähler der Grünen, denen Klimaschutz wichtig ist, aber die gleichzeitig auf Technologie und Freiheit Wert legen. Und wir wenden uns an die Wählerinnen von CDU und CSU, die Herrn Laschet nicht die Durchsetzungsfähigkeit zutrauen, gegen die Grünen eine Linksverschiebung des Landes zu verhindern. Und wer genau das will und Freiheit,